Ich begrüße heute live Erik Holm von der Alternative für Deutschland hier bei mir. Er ist Direktkandidat seiner Partei im Wahlkreis 15 Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, in welchem auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel als Direktkandidatin zur Wahl steht. Herr Holm, zur Bundestagswahl 2013 haben wir das erste Mal ein Interview geführt. Damals war noch Bernd Lucke Parteichef, die Alternative für Deutschland eine junge, noch zum Teil unbekannte Bewegung und Sie damals der erste Kandidat, der ins Rennen gegangen ist. Seither ist sehr viel passiert. Die Parteiführung hat gewechselt und auch die thematische Ausrichtung. Oder wie würden Sie das? Nein, so viel hat sich gar nicht verändert. Ich kann mich übrigens noch gut daran erinnern, dass wir zusammen saßen in dem Sendestudio. Das war ja Radio damals, ohne Kamera. Und hat auch viel Spaß gemacht. Also es hat sich gar nicht viel verändert. Eigentlich sind unsere, wenn Sie sich unsere Leitlinien anschauen, die wir damals 2013 verabschiedet hatten, dann trifft das heute immer noch genau die Punkte, die wir heute auch politisch im Gespräch haben. Das war die Eurokrise, die immer noch andauert mit Griechenland. Auch da wird das nächste Rettungspaket schon geschnürt. Das kostet uns mittlerweile Billionen, wenn es schief geht. Also wir sind hier in Riesenverpflichtungen eingetreten, die unsere Kinder und Enkelkinder leider werden bezahlen müssen, wenn das Kartenhaus zusammenbricht. Und das wird es unweigerlich eines Tages. Die vermurkste Energiewende haben wir auch damals schon besprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme wollen. Das passiert jetzt millionenfach. Das alles ist heute nach wie vor aktuell. Und insofern mussten wir uns thematisch eigentlich gar nicht verändern. Die Schwerpunkte sind jetzt ein bisschen anders. Die Griechenland-Krise läuft so ein bisschen unterm Radar aktuell, wird wieder aufpoppen nach der Wahl, wenn es ums nächste Rettungspaket gehen wird. Aber die Migrationskrise, die ist natürlich heute nach wie vor ein großes Thema. Enthüllungen um das jetzt ehemalige Parteimitglied Holger Ape haben zu einem landesweiten Skandal geführt, was auch offenbart, dass die AfD deutlich in ein konservatives und vielleicht auch in ein rechtsextremes Lager gespalten ist. Wie geschlossen sehen Sie die AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern? Also man kann nicht so einen Einzelfall auf die Partei hochrechnen. Also das werde ich mir ganz entschieden verbitten, weil das nicht zielführend ist. Es ist ja keine Sache der Partei, die hier passiert ist, sondern es tun sich hier offensichtlich menschliche Abgründe auf, die wir vorher nicht kannten. Das ist ja haarsträubend bis ekelerregend, so habe ich es im ersten Statement bezeichnet, was wir da von dem Holger Ape lesen mussten. Das haben wir alle so nicht erwartet. Und deswegen bin ich froh, dass er selber erkannt hat, dass er hier die Konsequenzen ziehen muss und jetzt Fraktion und Partei verlassen hat. Aber ich warne davor, das hochzurechnen. Das hat ja auch die Ministerpräsidentin Schwesig versucht und hat quasi die AfD in die Nähe dieser komischen verrückten Äußerungen und ekligen Äußerungen rücken wollen. Aber das kann man einfach nicht tun, das weise ich ganz entschieden von mir. Ich rede bei der SPD ja auch nicht von der Edati-Partei, das macht man einfach nicht. Die Unterhaltung von Herrn Ape wurden ja mit jemandem geführt. Hat das noch irgendwelche Konsequenzen für seine Gesprächspartner innerhalb der Partei? Das könnte natürlich Konsequenzen haben, wenn da ähnlich schwerwiegende Äußerungen getätigt wurden. Das wissen wir ja nicht. Das waren ja hier private Chatprotokolle, auf die wir keinen Zugriff direkt haben. Wir haben indirekt eines der schwerwiegenden Zitate nachweisen können, wodurch wir wissen, Holger Ape hat diese Äußerung tatsächlich in diesen Chaträumen getan. Insofern wissen wir, der Schritt, dass er jetzt aus- und zurückgetreten ist, ist völlig, völlig korrekt. Aber wir können das nicht selber überprüfen. Das müssen die Ermittlungsbehörden dann tun, wenn es was zu ermitteln gibt. Oder gerne können uns auch die Medienanstalten, die Chatprotokolle, die sie offensichtlich haben, uns überlassen. Dann würden wir uns das gerne auch näher anschauen. Einstweilen ist es aber natürlich nicht unsere Aufgabe als Partei, das zu untersuchen, weil uns diese Protokolle nicht in Gänze zur Verfügung stehen. Welchen Einfluss hat die Partei generell auf die Auswahl ihrer Mitglieder? Wir versuchen da schon eine Auswahl zu treffen. Das muss man einfach tun. Man muss dazu wissen, dass das deutsche Parteienrecht sehr hohe Hürden an einen Parteiausschluss gehängt hat. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, wenn man ein Mitglied aufgenommen hat und sich erweist, wie im Fall Holger Abe beispielsweise, dass es sehr schwerwiegende, ehrverletzende oder mit dem Grundgesetz nicht vereinbare Äußerungen trifft. Es ist ganz, ganz schwer, jemanden wieder aus einer Partei loszuwerden. Das haben andere Parteien auch schon gespürt. Da fällt mir wieder das Edati-Beispiel an bei der SPD. Den sind die auch nicht ohne weiteres losgeworden, beziehungsweise sind die gar nicht losgeworden. Sie haben dann einen Vergleich, glaube ich, gemacht.
Das ist ganz, ganz schwer im deutschen Parteienrecht. Das hat nichts mit der Partei selber zu tun, sondern mit dem darüberstehenden Parteienrecht, an das sich alle halten müssen. Und insofern sind wir natürlich sehr vorsichtig bei der Aufnahme. Deswegen füllen wir dort immer, das machen die Kreisverbände bei uns, die treffen sich dann mit denjenigen, die in die Partei kommen wollen, führen mit denen Gespräch, bringen Erfahrung, was sie beruflich gemacht haben, welche Positionen sie vertreten und versuchen so die Informationen zusammenzutragen. Und wenn es dann keine Vorbehalte gibt, dann wird jemand aufgenommen. Also wir können natürlich nicht im Sinne einer Stasi-Behörde jemanden total durchleuchten. Das wollen wir ja auch gar nicht. Aber wir wollen natürlich schon mal abklopfen, ob jemand zu uns passt. Das machen wir schon. Also es ist, die Aufnahme ist dann mehr auf Vertrauensbasis, weil man wenig Kontrollmöglichkeiten hat. Richtig. Also wir versuchen, Dinge in Erfahrung zu bringen. Man redet natürlich über den Werdegang, über die politischen Ansichten, was man von dies und jenem hält. Aber mehr kann man im Grunde nicht tun. Also wenn jemand sich da sozusagen als schwarzes Schaf dazu untermengt und sich entsprechend so wohlfeil äußert, dass es nicht auffällt, dann haben wir natürlich keine Möglichkeiten. Man kann vielleicht mal im Facebook irgendwo gucken, aber das ist dann noch alles. Also man ist nie davor gefeit, dass sich tatsächlich auch schwarze Schafe darunter mischen. Das haben sicherlich alle Parteien das Problem. Momentan stören Anhänger der AfD Wahlveranstaltungen der CDU. Können Sie sich das erklären, wieso? Oder gibt es einen Grund? Na, ich weiß nicht, ob das immer Anhänger der AfD sind. Ich glaube, dass das einfach, ich war selber noch nicht dabei bei diesen Veranstaltungen, die jetzt im Wahlkampf so gemacht werden von der CDU. Das wurde ja oft schon im Fernsehen auch gebracht, dass dort Leute mit Trillerpfeifen unterwegs sind. Ja. Ich halte von diesem Stil selber nicht so viel. Aber ich kann auch den Unmut vieler Bürger verstehen, die auf solche Veranstaltungen gehen, weil sie sagen, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass die Frau Merkel eine solche Politik macht zum Schaden des eigenen Volkes auf vielen Gebieten. Und das wollen wir nicht noch länger haben. 12 Jahre sind genug. Und insofern kann ich den Unmut verstehen. Und ich weiß auch, dass es ja bei uns gang und gäbe ist, dass es Gegendemonstrationen gibt. Und dann wird von den etablierten Parteien einmal gesagt, ja, das gehört zur Demokratie dazu, dass es auch Gegendemonstrationen gibt, dass ihr ausgepfiffen werdet und so weiter. Damit müsst ihr schon leben. Na ja, gut, dann muss die Kanzlerin damit auch leben. Insofern sehe ich da jetzt kein großes Problem darin. Was darf man speziell für die Region MV erwarten, wenn die AfD nach Berlin, im Speziellen Sie, in den Bundestag einziehen? Ja, wir müssen natürlich viel tun für unser Land Mecklenburg-Vorpommern. Man muss dazu sagen, dass wir zum Beispiel ja auch nach wie vor das Schlusslicht sind, was die Löhne angeht. Gerade hier Vorpommern-Rügen ist ja von allen Landkreisen und allen Kreisen überhaupt in Deutschland der schwächste Kreis, was die Löhne angeht. Wir sind also hier im absoluten Lohnkeller deutschlandweit und dagegen müssen wir natürlich was tun. Nun sind wir nicht die Linken und sagen, wir müssen allgemein einfach mal die Löhne erhöhen. Das kann die Politik gar nicht. Da müssen wir uns die Augen, können wir uns sozusagen nicht die Augen auswischen oder wie man es auch formulieren will. Das können wir nicht ohne weiteres ändern. Aber was wir tun können und tun müssen als Politik, ist die Bürger zu entlasten von den Kosten, dass sie sozusagen mehr Netto vom Brutto haben. Dafür müssen wir sorgen. Deswegen haben wir im Landtag ja schon versucht durchzusetzen, dass wir kostenfreie Kindergartenplätze haben. Das würde genau die Familie entlasten, die den Karren ja hier tragen müssen. Die gehen den ganzen Tag arbeiten und haben Kinder auch noch. Das heißt, sie sind also diejenigen, die hier wirklich ranklotzen. Und dafür muss es auch eine Entlastung geben. Die muss es natürlich bei den Kindern, bei der Betreuung geben beispielsweise, aber auch im Steuerrecht. Das finde ich auch wichtig. Und deswegen haben wir als AfD gesagt, wir wollen ein einfaches Steuerrecht mit einfachen Steuerstufen, dass man ohne viel Heckmeck seine Steuererklärung machen kann. Wir wollen auch die Kinderfreibeträge deutlich erhöhen. Wir wollen ein Familiensplitting einführen, damit also jeder einen geringeren Steuersatz bei seiner Steuererklärung hat und Geld spart. Das ist also der richtige Weg, weil wir die Löhne eben nicht direkt beeinflussen können. Was wir dennoch tun können, ist, glaube ich, dass wir hier dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur besser wird, dass wir hier besser sind als andere Bundesländer. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir die Straßen schneller gebaut kriegen. Stichwort die B96N, die ja nun bis Rügen geht, bis kurz vor Bergen. Aber da muss es eben als Anschluss auch schnell die Umgehung für Bergen geben. Das ist ja auch ganz wichtig, sonst ist der Stau ja nur verlagert. Dafür müssen wir sorgen. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen, damit wir ein ganz schnelles Internet haben und damit ja auch wieder neue Leute, nicht nur Firmen, sondern auch Familien wieder für Familien interessant sind, die vielleicht weggegangen sind und aber eigentlich zurückkommen wollen. Wir müssen auch die DAS-Bahn endlich aktivieren. Da müssen wir vorankommen, damit das DAS-Zingst besser angebunden wird, auch über die Bahnverbindung.
Und ich würde auch nochmal nachdenken über den Durchstich Zingst zum Bodden. Denn das würde doch das Hinterland auch deutlich beleben, wenn diejenigen, die, ich sag mal, nicht hochseetauglich sind beim Segeln, dann vielleicht eben schnell auf die seichten Boddengewässer ausweichen können. Das würde viel mehr Möglichkeiten ergeben im Wassersportbereich. Da sind sich leider die Gemeinden ja nicht so einig. Aber die Idee sollten wir nochmal miteinander anschauen. Also es gibt viele Ansatzpunkte. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Mieten nicht ins Unermessliche steigen. Das hängt auch wieder mit großen Problemen zusammen, mit Immobilien. Preisen, Baupreisen, die ins Unermessliche steigen. Übrigens auch eine Folge der Eurokrise und der Nullzinspolitik. Auch das muss man dabei ansprechen. Also es gibt viel zu tun und wir haben uns viel vorgenommen und ich hoffe, wir kommen in großer Stärke in den Bundestag. Wenn Sie in den Bundestag einziehen und nach Berlin wechseln, wer macht für Sie weiter? Ja, das müssen Sie dann die neue Fraktion fragen. Es ist ja wahrscheinlich so, dass wir zwei unserer Abgeordneten nach Berlin entsenden werden. Das sieht auf der Papierform jetzt so aus. Und wer das dann übernimmt, müssen wir sehen. Es werden ja zwei nachrücken dann und dann muss die neue Fraktion darüber beraten. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil es dann sowieso eine neue Zusammensetzung gibt und dann muss sich die neu zusammengewürfelte Fraktion dann nochmal neu beraten. Alles klar. Vielen Dank. Damit bedanke ich mich für das Interview. Danke sehr. Viel Erfolg. Gut. Und wir freuen uns auf die letzten zwei Wochen Wahlkampf mit solchen tollen Plakaten.